Ja, salut, bienvenue, mes amis. Hier ist wieder cooles Filmwelt und heute mal mit einem normalen aufgenommenen Video von mir. Ich habe ja gestern, hatten wir ja noch Livestream, vielmehr ich, ja, und ihr wart wieder so schön dabei. Und zwar, wir hatten gestern Kofi, die Raubkatze, und von 1973. Und da hatte ich schon gesagt, morgen heute, also was heute ist, ist Montag. Montag ist nicht mein Tag, ja. Ich mache also Montag frei, habe ich gesagt. Für einen Livestream. Es gibt heute keinen Livestream. Bleibt auch so, ja. Aber ich habe gesagt, ihr könnt mich sowieso immer überall erreichen, auf Social Media, wo ihr wollt. Ja, steht ja alles in meiner Beschreibung vom Kanal drin, welche Links da gibt von mir, wo man mich finden kann, gerne, wenn man möchte und so, ja. Und ich habe aber gesagt, im Hintergrund arbeite ich für cooles Filmwelt, ja. Und das ist auch bitter nötig. Denn mittlerweile bin ich schon mehrere Male getaggt worden, meine. Wirklich getaggt worden, schon mehrere Male, jetzt dreimal, glaube ich, ja. Ich hoffe, es ist nicht noch mehr, dass ich was übersehen habe. Und ich habe mir das vorgenommen gehabt, dass ich das wirklich abarbeite und heute dachte ich, muss es mal sein. Ja. Ich muss anfangen, sonst wird es immer mehr. Und ich gehe, es ist chronologisch dann ab, ja, also wir machen heute erstmal einen Tag, der irgendwie vor 1,5 Monaten oder so in den Umlauf kam, und zwar vom Filmchannel Lord of the House. Ja. Ist ein sehr, sehr sympathischer, netter, junger Kollege von mir, wirklich noch sehr, sehr jung, ja, und aber der hat richtig Ahnung und den finde ich voll nett, ja, also schaut mal auf seinen Channel auch rauf, der hat total super Themen da, total interessant, wie ich für mich finde. Und ich habe ihn ja auch unten jetzt hier im Titel verlinkt, ja, denn es geht um den Blu-ray-Tag von Lord of the House, ja. Und ja, ich muss das ein bisschen erklären, warum ich überhaupt da mitmache, ja. Also Lord of the House hatte vor einiger Zeit den Blu-ray-Tag, an dem sich sehr, 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 sehr viele beteiligt hatten, ja. Ins Leben gerufen und das habe ich natürlich auch gesehen. Ja, plötzlich bekomme ich eine Erwähnung auf YouTube, ja, dass irgendwie mich irgendjemand erwähnt hatte in seinem Video und ich habe dann raufgeschaut, ah, Blu-ray-Tag, okay, ja, da hat Filmrebell René, liebe Grüße an übrigens Lord of the House, ja, und auch hier mit an Filmrebell, hallo, coole, liebe Grüße, ja. Und der hatte ein super duper Videochen dazu gemacht, so, also der war richtig kreativ da, ja, eben so irgendwie so wie im Fußballstadion, und dann hat der das so die Geschichte aufgebaut für jeden Tag, für jede Tag-Antwort, ja, fand ich super genial, muss ich wirklich sagen, muss ich wirklich nochmal sagen, Filmrebell, ja, René, ja, vielen, vielen, vielen Dank, denn warum bedanke ich mich dafür, ja. Ja, weil ich so lachen musste. Das war wirklich super duper aufgebaut. Ja, hinten noch mit ein paar Outros und so, ja. Also das war wirklich, also so Blubbers, ja, wie man im Blubbers, also so Outtakes halt, ja, Outtakes, ja. Und da war ich so erpicht, als ich dann gehört habe, und ich nominiere, ja, er hat er dann so lustig gesagt, ja, hier an Außenstelle, weiß ich was, ja, cooles Filmwelt. Und ich musste sowieso noch so lachen und dachte, okay, ja, und habe dann in die Kommentare geschrieben, ja. Ja, ich mache mit. Ne? Ja, ich mache ja wirklich immer überall mit. Kaum, dass ich das geschrieben habe, der Filmrebell antwortet immer sehr schnell eigentlich. Ja. Hat er gesagt, oh, schön, Kollege, ja, lass dir schön Zeit. Ja, alles klar, ja. Und dann überlege ich so, ja, so, also zu Hause sei, also hier, wo ich jetzt sitze, ja, denke ich so, Moment, Pa, da geht ja um Blu-ray. Also wer mich jetzt schon, ich bin ja schon länger jetzt auf YouTube, ja. Und wer mich natürlich kennt, ja, also so, und das waren schon ein bisschen so meine Vorlieben, kennt auch dadurch, der weiß eigentlich, ich bin kein großartiger Blu-ray-Sammler und auch kein großartiger DVD-Sammler und auch kein großer Videotape-Sammler, ja. Gut, ich meine, ich habe wirklich selbst gekaufte, wo man aufgenommen früher hat, habe ich ja oft schon erzählt, so Videokassetten bestimmt so an die 400 oder 500, ja, Kassetten, ja, aber schon sehr, sehr alt, ja. Und ich habe mir auch mal früher, dann habe ich ja auch schon mal erzählt, ich glaube sogar in meinem eigenen Sehgewohnheiten-Tag habe ich das gesagt, ich habe damals dann einfach auch mal DVDs gekauft von Filmen, wo wirklich sehr viel Werbung drin war und dann ein paar Worte weggefallen sind und so, ja.
Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ja, da kommt ein Film, ja, den muss ich jetzt auf DVD Blu-ray haben. Ja. DVDs dann doch ja schon so einige, ja, ziemlich viele sogar, also für meine Verhältnisse, ja. Da würdet ihr euch alle dusselig haben, wie wenig das sind. Ja. Aber was soll ich sagen? Als es dann so mit der Blu-ray damals aufkam, ja, habe mich gefragt, warum muss ich einen Blu-ray-Player haben? Ja, ich meine, ich brauche keine Blu-rays, ja. DVDs reichen, ja. Ja, für mich ja, ja. Ehrlich. Und ihr wisst ja eben alle, ich bin Streaming-Verfechterin, ja. Wirklich, ich liebe Streaming. Ja. Und da kaufe ich und leihe ich schon mal Filme. Ja. Eher kaufe ich sie, weil leihen, was hat man davon? 48 Stunden schauen müssen, ja, und dann ist weg die Kohle für nichts. Ja. Naja, das ging so der Kulle durch die Oma, ja, also durch den Kopf. Als ich das zugesagt habe und dachte, das wird ja ein Reinfall des Tages, ja, des Jahres oder überhaupt, ja. Ja, und ich nehme mich da ja selber nicht so ernst, ja. Es ist mit Filmen schon, ja. Aber wenn ich dann denke, okay, voll am Thema bei mir vorbei, ja. Also merkt euch, der Blu-ray ist bei Kohle nicht, ja. Bei DVD ist kann ich schon einiges sagen. Aber gut, jetzt hast du mal zugesagt. Jetzt musst du da einfach durch. Ich habe auch erst überlegt, ob ich das Video irgendwie aufpeppe mit irgendwas. Ich dachte, nee, das ist einfach. Die Kulles Antworten werden langweilig sein, ja, für jedermann und ganz, ganz anders. Ja. Ich könnte es eigentlich mit einem Wort ausdrücken, ja, was mit Blu-rays bei mir los ist. Also ja. Naja, aber nun habe ich doch mal zugesagt, weil jetzt muss man auch in den sauren Apfel beißen, ja. Und ich werde mich hier zum Hans machen oder zu Hänseln, ja. Naja. Ich mache trotzdem mit jetzt. Ja. Ich habe es dann auch gelassen. Ja, ich werde das Video nicht aufpeppen oder so. Ja. Es wird genauso langweilig wie meine Antworten werden. Wird auch dieses Video anscheinend. Naja, also, aber ich musste dann lachen, wo ich dachte, okay, man sollte auch mal lesen, was da steht. Na gut, ich wusste ja, dass Blu-ray ist. Aber dieses Video, ja, der Filmrebell René, ja, ist schuld. Ja. Hätte der nicht so ein super-duper Video gemacht, wo ich total abgelacht habe, ja. Und das kann ich euch wirklich empfehlen. Guckt euch das mal an. Das lohnt sich wirklich. Da hat man auch eine gute Laune. Und deswegen aus dieser guten Laune heraus habe ich gesagt, ja, ich mache mit. Na gut, also, jetzt geht's los. Ja. Die Blu-ray-Tech-Fragen wurden damals von Lords of the House gestellt. 13 an der Zahl, glaube ich. Ja. Gut, ja, da juckt schon wieder mein Ohrchen. Es hat gestern gejuckt und jetzt schon wieder. Naja. Gut, also 13 Fragen. Ja. Blu-ray-Tech-Fragen. So. Und die werden, also das wird trotz alledem, wie lange haben wir schon? Naja, 8 Minuten jetzt mein Video. Ja. Weil ich muss ja eine kleine Einleitung dazu sprechen, weil es ist so ein bisschen ja, peinlich. Ja. Naja, gut. Ja. Und ich habe mir das jetzt hier auf mein Handy mal kurz notiert da, die Fragen. Die sind übrigens auch dann unten, wer noch mitmachen will, ich sag ja. Da haben unheimlich viele Leute auf YouTube mitgemacht, schon bei diesem Blu-ray-Tag. Ich bin wirklich so ein Nachzögling. Und aber vielleicht ist vielleicht tatsächlich noch einer, der mit einem oder anderen mit dabei, der den wirklich übersehen hat. Ja. Obwohl der wirklich so im Umlauf war, den kann man nicht übersehen haben. Ja. Und aber ich versuche mein Glück nachher mit 2 Nominierungen. Ja. Und eine ist richtig gut, ja. Denke ich mal. Und vielleicht machen diejenigen mit, wenn sie nicht schon mitgemacht haben. Ansonsten, wenn sie keinen Bock haben, einfach nicht mitmachen. Ja. Aber ansonsten bitte mitmachen, weil unterstützt den Lord of the House. Der ist wirklich nett, ja. Und ich habe ja schon so lange gebraucht, um das Ding hier jetzt mal zu machen. Ja. Und rede mir hier einen Wolf, ja. Und dann macht ihm eine kleine Freude. Ja. Der hat es verdient. Wirklich ist ein super sympathischer, netter, junger Mann. Ja. Gut, aber jetzt, ja. Jetzt, ab jetzt könnt ihr die Uhr stoppen, ja. Wirklich, ich mache es so kurz wie möglich jetzt. Weil es kommt nicht viel zu sagen. Ab jetzt die Uhr stoppen und dann sehen, wie viel an Zeit bei Kulles Antwortvideo jetzt passiert ist. Ja? Also am Ende dann zusammenzählen. Ja? Und dann mal berechnen mit den anderen Videos, ja? Wie lange ich mich da immer ausmehre. Ja? Bitte Livestreams mit eingeschlossen. Ja? Müsst ihr mal auf den Live-Button mal bei mir schauen. Da sind super Filme. Ja? Aber sehr lange. Ja? Na gut, also jetzt. Jetzt geht's los. Ich glaube, ich mache da auch einen Zeitstempel nachher rein, ja. Wo es wirklich anfängt dann, ja. Jetzt beginnen die Fragen und die dazugehörigen Antworten von Kulles Filmwelt zu Lord of the House Blu-ray Tech.
ja, der Blu-ray-Tag. Ja. So, ja, jetzt Zeit stoppen. So, erste Frage. Was war die erste Blu-ray, die du dir gekauft hast? Lieber Lord of the House, ich habe es nicht für nötig gefunden, einen Blu-ray-Player zu kaufen. Ich fand Blu-rays irgendwie, warum gab es Blu-rays, habe ich gefragt. Ja, gibt doch DVDs, reicht doch damals. Und ich habe keine erste Blu-ray gekauft, weil ich nicht gekauft habe. Okay. Ja. So, also es gibt keine erste Blu-ray, ja. Damit habe ich eigentlich alle anderen Fragen schon beantwortet. Aber na gut, ich mach die Show jetzt hier mit. Da muss man durch. Ja? Zweite Frage, ja. Welche Blu-ray hat die beste Bild- und Tonqualität? Nee, wirklich im Ernst jetzt. Welche Blu-ray hat die beste Bild- und Tonqualität? Ja, vielleicht, wenn ihr mich mal auf Blu-ray band, also hier so überspielt, ja, für irgendwelche Sachen, ja, und mich dann auf Blu-ray trimmt, ja, und die dann richtig gut aufbaut, vielleicht dann kann es sein, dass das vielleicht sogar eine der besten Bild- und Tonqualitäten dann hergibt, aber da ich keine, wenn es für mich jetzt fragst, ja, dann, ich habe keine Blu-ray, ja. Es gibt keine Blu-ray mit bester Ton- und Bildqualität, ja. Naja. Dritte Frage. Welche Blu-ray hat die besten oder die meisten Extras? Tja. Keine Blu-ray, keine Extras. Ja. Weder noch, also weder die besten oder die meisten Extras. Es gibt keine Extras, ja. Ich weiß, wie eine Blu-ray von außen aussieht und auch von innen. Ja, ich habe sie schon mal in der Hand gehabt, aber ansonsten, ja, das Extras, ja, Kulle hat keine Blu-rays, keine Extras und keine besten, keine, wie war das, keine besten und keine meisten Extras dabei, ja, dann auch, ja. Gut. Vierte Frage. Welche Blu-ray hast du dir zuletzt gekauft? Ja, also null. Ja, null, ja, keine. Es gibt keine, die ich gekauft habe, ja. Ich käme auch nicht auf die Idee, ehrlich gesagt, ja. Ja. Es ist, wie es ist, ja. Wenn jetzt manche vielleicht sagen, du bist kein richtiger Filmsammler, ja. Ich sage ja auch nicht, dass ich Filme sammle, ja. Ich sage nur, dass ich sie liebe und gerne anschaue. Aber ich muss nicht jemand sein, der, wenn man Filme liebt, ja, muss ich die jetzt nicht unbedingt sammeln. Ja, wenn ein guter Film irgendwie jetzt auf Streaming-Basis verläuft oder so, auch mal DVD, wenn es überhaupt nicht anders geht, dann kaufe ich mir mal eine, wenn es günstig ist. Oder, ja. Aber nur weil man nicht sammelt, ja, und damit vielleicht seine Leidenschaft hier preisgeben kann, und guck mal, wie viele Blu-rays und DVDs oder Videos ich habe, ja, dann bin ich ein richtiger Filmfan, so richtig Filmsammler-Fan, ja. Nee, ich sammle aber nicht, ja. Ich bin Filmfan, ja, das auf Celluloid, ja. Und wenn der irgendwo läuft, dann schaue ich mir den an, wenn der mir gefällt, oder zusagt, der Film. Aber ich muss das nicht hier irgendwie, oh, das muss ich haben jetzt, ja. Es sei denn, mein Lieblingsschauspieler, meine Lieblingsschauspielerin oder sonst was ist dabei. Und dann schaue ich, wo ich den bekomme, ja. Streaming und auch vielleicht mal DVD, ja. Blu-ray jetzt nicht, weil ich habe kein Blu-ray-Gerät, ja. So. Das eine schließt das andere ja nicht aus, Leute. Man kann Filme lieben wie sonst was, ja, und sich damit befassen. Und in der Internetzeit, ja, ist das mehr als, ja, schnell gerafft, dass man überall was erfahren kann dazu, ja. Wie sammelt man die schönen Informationen, verarbeitet die für sich selber. Wenn man Filmschöner hat, nutzt man dieses Wissen dann gerne. Aber ansonsten, nur weil ich sammle, bedeutet, ich kann auch was sammeln und steht bei mir rum und ich benutze es nicht. Also es ist egal, worum es geht, ja. So, von daher, wo waren wir denn? Frage 4, ne? Ja, also welche Blu-ray hast du dir zuletzt gekauft? Keine, ja. So, Frage 5. Welche Blu-ray war die teuerste, die du dir gekauft hast? Die teuerste war 0 Euro, ja. Weil ihr habt keine Blu-ray gekauft, also jetzt hier, die irgendwie billig war oder die teuer war. Also
es gibt keine teure DVD, Blu-ray, ja, wir kommen schon immer durcheinander. Nee, ist nicht, ja. Nee, tut mir leid. Frage 6, ja. Hast du Out-of-Print-Blu-rays? Wenn ja, welche? Nö, habe ich nicht, ja. Also nicht so Blu-rays, ja. Wie man jetzt schon mitbekommt, jetzt so mittlerweile eine Viertelstunde, ja. Und erst recht dann ja dadurch auch keine Out-of-Print, ja. Naja, es muss ja auch so Kunden geben wie mich, ja, die einfach nicht darauf anspringen, ja, die sagen, wozu, ja, gut, das Bild soll irgendwie schärfer sein, sagt man, oder irgendwie Ton oder was ist da, ja, keine Ahnung, ja, interessiert mich gar nicht, ja, ehrlich nicht, interessiert mich nicht, ja, weil da habe ich zum Beispiel, jetzt mal im Allgemeinen gesagt, was habe ich vom scharfen Bild, vom total super duper Ton, ja, ich dann irgendwie merke, naja, so doll war der Film jetzt auch nicht, dass ich mir hätte, jetzt habe ich mir extra zum Beispiel gekauft und jetzt hier, ja, Quatsch, ja, ist schon wieder Quatsch für mich, also wirklich, ja, aber ich verstehe natürlich jeden, da möchte ich auch nochmal hier ganz ehrlich sagen, ja, verstehe natürlich jeden, der wirklich so auch Sammelleidenschaft da hat, wirklich, und sagt hier, ja, ich bin so ein Freund der Sammelleidenschaft, ja, und mach das einfach. Ja, ist doch schön, ja. Jeder muss ja anders sein. Also jeder Mensch ist doch individuell. Ja. Gut, also, out of print war das jetzt, ne? Wie viele Blu-rays hast du? Ja, wie viele Blu-rays hast du? Null. Null. Und das wird auch so bleiben, glaube ich, ja. So. Frage 8 jetzt schon, ja. Von 13. Welche Blu-ray hat das schlechteste Cover? Jo, weiß ich nicht. Ja. Gibt bestimmt so einige Blu-rays, die so im Umlauf sind, ja, die bestimmt schlechtes Cover haben. Und wenn ich dann eins sehen würde und vergleichen würde, würde ich auch sagen, ja, also das ist jetzt das Schlechteste. Ja. Aber von meiner Warte aus jetzt hier kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja. Hab keine Blu-rays. Ja. Ich sag's immer wieder gerne. Ja, ich habe keine Blu-rays. So. Bei welcher Blu-ray zerstört das FSK-Logo, also da wo 18 und 16 und 12 so drauf, 6.0, ja, drauf steht, naja, bei welcher Blu-ray zerstört das FSK-Logo das Cover? Ja, sieht da, das ist der Vorteil, wenn man keine Blu-rays hat, ja, jetzt in diesem Fall, ja, weil, wenn, also, da gibt es dann nicht das Problem, dass irgendein FSK-Logo mich nerven könnte, ja, und mir total hier alles verhunzen würde, ja. An meiner Freude, mir einfach eine Plastikscheibe draußen anlegen zu müssen und dann zu sagen, Mist, FSK-Logo voll, es stört voll hier das ganze Bild. Ja. Habe ich nicht ein Problem. Aber DVDs, da habe ich ja letztens schon mal was zu gesagt. Ja. Da gibt es schon so einige, aber so, es interessiert mich immer nicht, was da drauf ist. Ja. Es sei denn, wenn die so schön gedruckt ist, so richtig so eingestanzt, dann würde das schon stören. Ja. Muss man schon sagen, aber das wäre ja erst Steelbook. Ja? Wir sind ja jetzt bei Blu-rays und ach, mich interessiert immer nicht, wirklich nicht, wie das da draußen aussieht, weil die Fotos kriegst du auch irgendwie so, ja, wo du so schauen kannst, hübsch, ja, und Hauptsache der Film stimmt, ja. Na gut, also FSK-Logo ist dann erledigt, ja, mich stört das nicht, ja. Also mich stört es jetzt nicht, weil ich keine Blu-ray habe, ja. So. Frage 10 schon. Ja. Wir gehen jetzt schon in den zweistelligen Bereich, Leutechen. Zeige Blu-rays, bei denen das Cover größtenteils aus einem Farbton besteht. Naja, also ich sag mal so, ja. Dreist, wenn ich jetzt Blu-rays hätte, würde ich diese nicht in die Kamera halten, wegen Urheberschutzrecht. Ja. Das mögen die gar nicht. Ja. Wer das macht, okay, kann er machen. Ja. Aber die Kohle hält sich da an Urheberrecht und so, ja. Mache ich nicht ungefragt, ja. Wie war die Frage jetzt gleich noch, ja? Ja, also von daher würde ich sowieso, dreist, wenn ich jetzt eine hätte, würde ich keine in die Glotze hier, in die Kamera halten, ja. Weil ich würde es dann beschreiben, ja. Aber ich möchte nicht so ein ganzer Spielverderber sein, ja. Es gibt hier, wenn ihr mein Thumbnail seht, ja, also wenn ihr auf das Video dann. Wenn ihr seht, dass das hochgeladen ist, da ist ja ein Thumbnail, ja. Und da habe ich, weil ja Blu-ray-Tag ist, so eine Blu-ray reingetan, wo auch die Quellenangaben angegeben sind, wo ihr sowas finden könnt, wenn ihr mal selber ein Thumbnail machen wollt, ja. Und
Das ist zum Beispiel völlig Uni, ja, also Uni, ja, also Uni, ja, also einfarbig, ja. Und das meiste, was da in diesem Blu-ray-Foto drin ist an Farbe, ist blau. Wirklich blau, ja. Ist ja eine Blu-ray-Hülle, ja, so gesehen, ja. Also ansonsten, privat jetzt hier, null Blu-rays, null Farbton, ja. Null. So, Frage 11, ja. Welche Blu-ray liegt dir besonders am Herzen? Keine, also generell nicht. Also mir würde sowieso DVD reichen, ja. Bräuchte das nicht, ja. Wie gesagt schon, ich wiederhole mich hier ständig, ja, aber irgendwas muss ich ja wirklich mal antworten dann, ja, wenn ich schon hier mitmache. Und weiß ich nicht, welche würde mir vielleicht besonders am Herzen liegen, weiß ich nicht. Also irgendwas vielleicht von meinem Lieblingsschauspieler, wenn ich eine hätte oder so, weiß ich nicht, ja. Kann ich nicht beantworten. Also ich weiß nicht, so wie ihr euch das auch gerne wünscht. So. 12. Frage, ja, also ein Dutzend Fragen haben wir jetzt gleich hinter uns. Was ist deine Lieblings-Blu-ray-Edition? Oder Edition? Also selbst wenn ich jetzt mal wieder irgendwann in so ein Videoladen da gehen würde, ja, keine Ahnung, ja. Kann ich nicht sagen, also aber so jetzt habe ich ja keine Blu-ray, wie ich schon tausendmal jetzt gesagt habe, ja. Nix, ja, keiner, ja. Also es ist langweilig mit der Kohle heute, ja. Aber es ist, wie es ist, ja. Ich hatte das zugesagt zu diesem Tag und muss jetzt da durch. Aber es macht nichts. Wir haben jetzt wirklich schon die 13. und somit letzte Frage, ja, von diesem Reinfall dieses Blu-ray-Tags, ja. Also für mich, also was ich jetzt hier fabriziere daraus, ja. Naja, ja, die Frage ist, welche Blu-ray war ein Fehlkauf? Ey, das ist positive Antwort, ja. Ich habe zum Glück dadurch, weil ich auch keine Blu-rays habe, noch nie einen Fehlkauf getätigt. Stellt euch das vor, nicht umsonst Kohle ausgegeben dafür, ja, wo ich sage, boah, das war ja ein Fehlkauf, ja, müsste ich eigentlich wieder zurückgeben, ja, oder kann ich ja gleich in die Tonne kloppen oder so, ja. Nein, hat sich bei mir erübrigt, weil ich nicht Blu-rays habe. Also hier, feiner Deutsch, oder? Ist richtig feiner Grammatik gerade gewesen. Habt ihr das mitgekriegt, Leute? Ja. Also nein, auch kein Fehlkauf dadurch, zum Glück, ja. Wenn man mich vereinigt zu DVD-Tech oder so, ja, oder so, ja, das kann ja mal passieren, ja. Dann, ja, aber so viel Kopf war auch nicht unbedingt. Ja. Ja, aber das war jetzt, waren jetzt 13 Fragen, 13 Antworten. Ja. Komisch, dass die Kulle überhaupt das zugesagt hat. Aber der Filmrebell hier ist schuld. Ja. Hätte der nicht so ein super duper lustiges, entspanntes Video gemacht, ja, dann hätte die Kulle irgendwie nicht so schnell reagiert und gesagt, boah, mache ich auch mit. Ja. Weil ich hatte das Problem eigentlich, ich hatte schon so Ideen, wie ich eigentlich dieses Video dann machen könnte, dafür, damit ich euch entlohnen könnte, weil meine Antworten ja nun, also die kann man sich auch gleich an der Backe klatschen, ja. Es ist, wie es ist, Leute, ja. Aber dachte, okay, so fad meine Antworten sind, warum, ja? Kann ja auch so fad das Video machen, ja. Aber vielleicht. Mensch, es ist ja doch unterhaltsamer am Ende geworden, als ich dachte, Leute. Ja. Man weiß es ja nicht, ja. Weil die Kunde sieht ja auch manchmal ein bisschen scharf aus. Also hier so, ja, so, also versteht ihr, wie ich meine, so manchmal, naja, besonders wenn ich mich manchmal so dusselig da sehe, ich immer sehr lustig aus, also so blöd dabei aus, ja. Naja, ja. Und vielleicht amüsiert euch ja schon mal meine Anwesenheit, ja, das ist ja schon, das zählt ja dann schon, ja. Gut, aber trotzdem, Leute, ich habe es auf 24 Minuten gebracht, ja, bin auch nicht mal ganz fertig, denn, wie am Anfang schon gesagt, ja, Blu-ray-Tech-Antworten sind jetzt hinüber, ja, sind vorbei, ja. Und es ist vielleicht auch mal gut, möchte ich nochmal in einer Sache sagen, dass es haben sich ja so sehr viele richtig toll beteiligt und haben da richtig Einblicke gegeben in ihre Sammlungen da und so, pipapo, tralala, hopsasa, ja. Und ich glaube, es ist auch mal gut, wenn darunter unter den vielen, die wirklich immer sagen, guck mal hier, guck mal da, guck mal hopsasa, ja, ist wunderschön, ja. Hat mich auch sehr interessiert, habe sehr viele Blu-ray-Text-Videos, Antwort-Videos dazu gesehen sogar.
Aber dass da so jemand vielleicht mal ist wie ich, der sagt, jo, mir ist das bekannt, dass es sie gibt, ja, aber ich sehe nicht die Notwendigkeit ein. Nee, es muss ja auch mal Leute geben, nicht alle so im Standard, ja, dass die alle sagen, boah, ist neue, so neu ist ja nicht mehr, ja, aber ist ein neues Medium, sagen wir mal, ja, und, oder ist ein Medium, das man auch haben muss oder soll oder was auch immer, ja? Nö, ja. Und ich finde mal gut, dass dann jemand so wie ich mal daherkommt und sagt, nö, lege ich keinen Wert drauf, ja, so großartig. Also DVDs habe ich ein paar, ja, so, vielleicht mehr als ich denke jetzt, weiß selber nicht, wie viel ich da habe, ja. Interessiert mich auch nicht großartig. Und aber nö, Blu-ray, man muss ja nicht alles mitmachen. Und dass auch jemand mal dabei ist bei diesem Blu-ray-Tech-Antwort-Video quasi, der sagt, nö, also nicht, dass ich mich verweigere oder so, aber ich brauche es einfach nicht, ist nicht für mich nötig. Ja, ist auch immer interessant zu sehen, oh, selbst in der heutigen Zeit, wo alles so auf Technik und alles immer so neuer und moderner wird, dass man sagt, nö, ja, ist nicht, ja. Und von daher, schon daher allein, glaube ich, habe ich sogar unterbewusst damals dem Filmrebell dann zugesagt, da mitzumachen, weil ich auch einfach mal, quasi nicht ein Zeichen setzen wollte, sondern einfach mal sagen wollte, es geht auch so. Es gibt sogar in der heutigen Zeit Leute, die sowas, also die keine Blu-rays haben, Leute. Es soll vorkommen. Und die Kulle ist eine davon. Ja, ja dafür bin ich ja mal so Streaming-Fanat. Und zwar wirklich. Wo ja von euch, die jetzt hier so in unserer Gemeinde immer so sind, ja, wo alle immer sagen, nee, so mit Streaming, also schon auch gerne, aber nicht so wie du, Kulle, ja. Und ja, sag, okay, alles klar, ja. Ich akzeptiere das ja, ist ja in Ordnung, jeder so wie er will. Ja. Und ich sehe nicht eine Notwendigkeit für mich persönlich, ja. Also fange ich jetzt auch, glaube ich, nicht mehr mit an. Ich glaube, irgendwann wird es nochmal ein ganz anderes Medium geben, keine Ahnung, wie das sein wird, ja. Wo man vielleicht sagt, ja gut, also jetzt ist die Technik so weit vorangeschritten, da muss man jetzt schon nochmal irgendwie, man weiß es ja nicht, was vielleicht in 10, 20 Jahren ist, ja, wo man sagt, ja gut, ist ein ganz, ganz neues aktuelles Medium, wo man vielleicht jetzt gar nicht drauf kommt, mir fällt jetzt auch gerade nichts ein, ja, aber wo man sagt, ja, da muss man dann wirklich nochmal irgendwie ein Gerät dazu kaufen und das ist dann anders, und zwar völlig anders. Dann bin ich bin technisch überhaupt nicht abgeneigt, ja, ich bin Technikfreak, ja, wirklich Technikfreak, also schon von meiner Kindheit an, und Blu-rays reizen mich eigentlich nicht, weil, kurze Erklärung, ganz kurze Erklärung, Blu-rays sind nichts anderes als DVDs, weil es ist genauso eine Scheibe wie eine DVD, nur eben, dass die Qualität besser sein soll. Viele habe ich aber auch schon übrigens gehört, die gesagt haben, boah, ich habe mir Blu-ray gekauft, ja, zu einer DVD, die ich schon habe. Und die Blu-ray ist schlechter an der Qualität, sowohl als auch, als die DVD. Kann ich mir gleich eine Tonne kloppen wieder, ja. Und schon wieder geht meine Nase zu. Leute, ja, ich muss mich schneuzen, es geht nicht anders, ja. Sonst spreche ich durch die Nase. Es ist nicht fein, aber es ist so, wie es ist. So. Und das war meine Erklärung dazu. Mit dem Blu-ray-Tech, nachdem ich die Antworten, naja, also ich habe halt mitgemacht, ja. Ja, es muss auch solche Leute wie mich geben, ja. Und vielleicht amüsiert das ja tatsächlich jemand, dass ich mir sage, kann mir überhaupt nicht vorstellen, ja, als ich keine Blu-rays, ja. Naja, ja, na gut, also Leute. Nun aber, ja, es waren sehr, sehr interessante Fragen. Dennoch, weil wenn man Blu-rays hat, sind die wirklich richtig gut. Und viele von euch, die den Blu-ray-Tech ja mitgemacht haben, haben echt super Hammer Antworten gegeben, hat mir auch sehr gut gefallen, ja, weil es interessiert mich ja dennoch. Ja. Und sehr, sehr viele, wie gesagt, haben mitgemacht. Und ich hoffe, dass ich jetzt noch, ich nominiere noch mal zwei Leute jetzt, die auch dann unten in der Videobeschreibung stehen, ja. Und schön auch mit Ad-Zeichen, damit die auch merken, dass sie erwähnt wurden, ja, dass irgendwas, dass die irgendwie mit was gemeint sind von mir, ja. Und ich hoffe, dass die beiden noch nicht mitgemacht haben und vielleicht doch Bock haben, Bock haben, da doch nochmal nachträglich ist, auch wenn er schon lange kursiert und jetzt vielleicht schon ein bisschen ausgelutscht ist, wie man so sagt, ja, da mitzumachen. Denn ich habe eventuell noch zwei Leute im Petto, und zwar den Special Free, ja. Ist auch irgendwie so, der befasst sich auch irgendwie auf YouTube mit Filmen und so, ja, Filmbörse und so, ja.
Und da habe ich gesehen und dachte, vielleicht hat er noch nicht mitgemacht, vielleicht hat er Bock. Ja? Also Special Freak. Wenn du gerne doch auch mal den Tag mitmachen möchtest, ja, von Lord of the House erstellt, damals Blu-ray Tag, dann bist du herzlich von mir hier eingeladen, den weiterzuführen, den Tag. Ja? Würde ja vielleicht den Lord of the House freuen. Ja? Und ja, mach einfach mit, wenn du willst und wenn du keine Zeit hast jetzt, ja, naja, vielleicht machst du nicht, wie der will, ja. Und dann habe ich aber tatsächlich noch jemanden gefunden und ich hoffe, der ist nicht schon mal nominiert gewesen für diesen Tag. Und zwar jemand, der wirklich prädestiniert dafür ist. Man muss es sagen, wie es ist. Immer sehe ich das so, wenn ich auf den seinen Channel schaue. Und zwar Cinema Noel, ja. Also, oder Cinema Noel, ja. Also, man weiß nicht, wie er gerne betont werden möchte, ja. Aber Cinema Noel, ja. Ja, der hat nämlich auf seinem Videokanal, also hier auf YouTube-Kanal, wenn man da schaut, gleich schon, wenn man oben ankommt hier unter Video schaut, Blu-ray, also als als Thumbnail, ja, Blu-ray, also der hat wirklich Thema Blu-ray am Start und der wäre richtig prädestiniert dafür, ja, muss man sagen, der ist der richtige Mann dafür, also wirklich und das, der macht das auch irgendwie toll, ja, also die finde ich schon, habe schon einige Filme da von ihm gesehen, die er da gemacht hat, ja, finde ich gut, ja, und der kann euch da wirklich richtig, ich glaube, der vielleicht noch hat der Lust, wenn er noch nicht mitgemacht hat, ja, und der kann euch da bestimmt ganz, ganz viel erzählen, der scheint richtig ein Kenner zu sein, so richtig so eingefleischt, ja, anders als die Kulle, ja, also ich bin genau das gegenteilige Punkt, darum hast du, ja, okay, also, lieber Cinema, jetzt habe ich schon wieder in die Kamera, hier in die Latichte geschaut, ja, mein Scheinwerfer hat mich wieder voll geblendet, ja. Lieber Cinema Noel, ja, oder so, oder Cinema Noel, bitte, wenn du Lust hast, ja, und noch nicht diesen Blu-ray-Tag von Lord of the House mitgemacht hast, fühle dich eingeladen von Cooles Filmwelt oder durch Cooles Filmwelt, diesen Blu-ray-Tag einfach mal mitzumachen. Die Fragen sind alle unten in der Videobeschreibung, auch nochmal für alle anderen gesagt, die vielleicht dazukommen noch und sagen, nur mal nachlesen und so die Fragen. Und ja, beglücke den netten jungen Mann, der diesen Tag ins Leben gerufen hat. Wenn du Bock hast und noch nicht mitgemacht hast, mach einfach mit. Also wirklich, ja. So, und das war es von meiner Warte aus, ja, also alle Nominierten sind unten in der Videobeschreibung, alle Fragen sind unten in der Videobeschreibung, ja, ja. Und das war es eigentlich von der Kulle, ja, heute nochmal in eigener Sache, keinen Livestream, ja, denkt also nicht hier, wo bleibt die Kulle hier um 18.30 Uhr, ja, Livestream, Leute, gibt es morgen erst wieder, morgen, ja, weiß aber immer noch nicht, welchen Film ich morgen mache, ja. Keine Ahnung. Ne? Gut, aber ich habe mich trotzdem gefreut, da doch mitgemacht zu haben, weil irgendwie macht mir trotzdem Spaß, ja? So Fragen beantworten. So. Naja, nun, also Leute, 33 Minuten, es ist nicht kürzer geworden. Ich weiß auch nicht, wie geht das bei mir immer, dass ich hier, ich laber mir immer einen Wolf ab und irgendwie bin ich dann plötzlich doch auf irgendwie fast 45 Minuten. Jetzt geht es auch schon auf 35 Minuten, ne? Naja, gut, also das war's von mir. Leute, ich lade das Ding jetzt gleich mal hoch, ja. Und wie gesagt, ja, alles weitere in der Videobeschreibung. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr vielleicht das Video, wenn euch das trotzdem gefallen hat, weil es eben so völlig anders vielleicht ist durch mich, weil ein Mensch, der keine Blu-ray hat, ja. Wenn ihr sagt, okay, ja, gerade mal was anderes, ja, dann liked mir das Video mal, ja, und könnt ihr auch gerne teilen, ja, damit ihr mal, damit ihr euren Freunden wirklich beweisen könnt, dass es wirklich Menschen gibt, die keine Blu-rays haben, ja, wenn die fragen, hä, ach du, das ist doch Schluss, jeder hat doch eine Blu-ray, ja, nein, die Kulle hat keine, ja, keine, ja. Hat sie selbst gesagt, hier, guck mal, ja, könnt ihr teilen, ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder alle um 18.30 Uhr mit ein paar versammelter Mannschaft, ja, bei mir erscheint im Livestream Film, ja, wird morgen, also vielleicht heute noch bekannt gegeben, keine Ahnung, ja, also aber morgen bin ich wieder da, 18.30 Uhr, wie gewohnt, Leipzig. Ja. Und ansonsten geht auch schön auf hier Lord of the House Channel, der lohnt sich auch, der macht das wirklich, wirklich
Gut, ja, wirklich niedlich, wollte ich schon sagen, ja, weil der ist noch sehr, sehr jung und man sieht aber seine Leidenschaft für Filme im Allgemeinen. Ja. Der ist total sympathisch, finde ich. Und ja, hier, ja, wenn ihr Blu-ray-Fragen habt, ja, dann am besten hier Cine Manuel, ja. Ich sag's mal jetzt so, ja, ich hoffe, ich spreche es so richtig aus, das ist Cine Manuel, ja. Den könnt ihr wirklich erfragen, ja. Also, da seid ihr an der richtigen Stelle, an der richtigen Welle, ja, und die Kulle ist jetzt off, ja. Ich mache jetzt Schluss. Also, meine Lieben, ja, habt einen schönen Start, ja, an den Dienstag, an den Feierabend vom Montag. Ich hoffe, ihr habt den Tag heute gut rumgebracht. Und morgen guten Start hier Dienstag, ja. Und dann 18:30 Kulle und dann sei bis dahin. Salut, abend. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, auch in das Video. Naja, sehr aussagekräftig war, ey, wisst ihr mal Bescheid, ja. In Anführungszeichen. Ja. Also, meine Lieben, alles weiter unten, Videobeschreibung. Ansonsten war es das von mir. Tschüss, ciao und Servus. Tschüss.